Das Spiel der TSG Balingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Zollernalb. Hallo zum Sport am Freitag. Wir waren am Mittwochabend mal wieder in der Balinger Bizerba Arena. Die TSG Balingen hatte in der Fußballregionalliga Südwest den TSV Steinbach-Heiger zu Gast. 4 Punkte holte die TSG bislang in 5 Partien, zuletzt unterlag man mit 1:3 beim FC Gießen. Da fehlte Lukas Völsch, allerdings aus einem positiven Grund. Der spielende Co-Trainer wurde zum zweiten Mal Vater. Glückwunsch auch von uns. Völsch war also wieder dabei, dafür musste Trainer Martin Braun neben den Langzeitverletzten Kölsch und Wörle auch auf Müller, Wolf, Viventi und Forazer verzichten. Daniel Seemann begann im Sturm für Simon Klostermann. Der traf ebenso wie Rückkehrer Jan Ferdinand bislang 3-mal. Damit teilen sich die beiden Stürmer die Hälfte der Balinger Tore insgesamt bislang. Die Gäste aus Mittelhessen sind mit breiter Brust angereist. Nach zähem Start gewann man zuletzt 3-mal in Folge und steht mit 11 Punkten auf Rang 4. Beim Team von Trainer Adrian Alipur fehlte unter anderem Sören Eismann, der ging im Sommer zu Rot-Weiß Essen, kehrte aber wieder nach Steinbach zurück. 500 Zuschauer waren mit dabei, 5-mal trafen beide Teams übrigens bislang in der 4. Liga aufeinander. Die TSG wartet noch auf einen Dreier gegen die ambitionierten Gäste. Der TSV siegte 2-mal, 3-mal trennte man sich unentschieden. Die scharfe Hereingabe von Sascha Eisele findet leider keinen Abnehmer. Ausgeglichene Anfangsphase ohne große Torszenen, 21. Spielminute schon, Jonas Fritschi mit dem Fehlpass direkt zu David Nieland. Der nimmt Tempo auf und versucht es aus 20 Metern, aber Marcel Binanzer ist zur Stelle. Binanzer erhielt dieses Mal den Vorzug vor Julian Hauser. Nach vorne taten sich beide Mannschaften schwer. Seemann mit schönem Einsatz, Doppelpass mit Ferdinand, Seemann dann weiter zu Eisele und der Sauber mit der Hacke zurück. Aber der Versuch von Seemann landet dann weit über dem Kasten. Für die TSG geht es natürlich wieder primär um den Klassenerhalt mit den bekannten Tugenden gegen starke Konkurrenten wie Ulm, Elversberg, Offenbach oder eben auch Steinbach-Heiger. Da ist jede Partie eine Herausforderung und die Hausherren versuchten es, wieder Seemann beteiligt, dann Ferdinand, Eisele und vom Rücken von Sobotta kommt die Kugel erneut zu Ferdinand, dessen Schuss geht knapp vorbei. In der Mitte wäre beinahe noch Seemann an den Ball gekommen. Schade, beste Offensivaktion der Rot-Schwarzen. Die ließen selbst wenig zu, jetzt mal der TSV mit Marcel Sobotta, der raus zu Dennis Cessa, schönes Zusammenspiel wieder mit Sobotta und der mit der Hereingabe auf Gabriele, der steht ziemlich blank und knallt die Kugel an die Latte. Puh, beste Chance bis dato im Spiel, da hatten die Braunschützlinge etwas Glück. Steinbach-Heiger in dieser Phase so um die 30. Minute mit mehr Druck nach vorne. Wieder Gabriele, aber schöne Flugeinlage von Binanzer. Die Ecke brachte dann, wie übrigens schon einige zuvor, nichts ein. 38. Spielminute, noch war nicht allzu viel zu sehen von den hochgehandelten Jungs in Weiß, aber jetzt ließen sie mal ihr Können aufblitzen. Merz, Strujic und Cessa die Stationen und dann scheitert Marcel Sobotta am glänzend reagierenden Michael Binanzer. Kopftreffer aus kurzer Distanz, für Binanzer ging es kurz danach weiter und weiter hieß es 0:0. Ansonsten verteidigte die TSG mit viel Aufarbeit und Einsatz. Hier erobert Geißer den Ball. Seemann war auch viel unterwegs. Völsch ist im Mittelfeld eh omnipräsent. Hier bedient er Jan Ferdinand. Er hält von der 16er Linie drauf. Schade. Der großgewachsene Stürmer begann bei Rot-Weiß Ebingen, ging dann zur TSG, wechselte danach zum Nachwuchs des VfB Stuttgart und spielte zuletzt in Groß-Aspach. Jetzt ist der 24-Jährige wieder da und hat ja schon 3-mal getroffen. 2 Minuten noch bis zur Pause, langer Ball von Kapitän David Kam Al-Asebe, Schmitz verschätzt sich etwas, Nieland allein auf weiter Flur, spitzer Winkel, sein Linksschuss keine Gefahr für den Balinger Kasten. Danach passierte nichts mehr, Schiedsrichter Jonas Brombacher hatte keine Mühe mit der fairen Partie, keine Tore nach 45 Minuten.
Weiter geht's. Almeida Moraes, Luxtino Bradara den Ball ab. Seemann und Ferdinand laufen mit. Vor allem ein Pass auf Seemann wäre eine gute Option gewesen, doch der 21-jährige Deutsch-Portugiese versucht es selbst. Das kann er besser, dennoch gute Pressing-Aktion, wie man heute sagt. Ein paar Minuten später attackiert der Neuzugang von Bayern Alzenau wieder früh und wieder bringt er Bradara in Bedrängnis. Prompt der Fehlpass, Fritschi auf Ferdinand und der 1,91 Meter große Stürmer mit dem Abschluss. Auch aus familiären Gründen kehrte er zurück. Eine klare Verstärkung für die TSG, Jan Ferdinand. Danach passierte 20 Minuten nicht allzu viel. Zwar hatten beide Teams ein paar Ecken, doch die pflückten sich meist die Torhüter oder wurden souverän verteidigt. Alipur brachte dann frische Jungs von der Bank und die brachten auch etwas mehr Schwung. Hier Serhat Ilhan. Und wenig später ein beherzter Antritt des ebenfalls eingewechselten Jonas Singer. Dessen Schuss pariert Binanzer und dann Jonas Vogler mit Super-Tackling vor dem einschussbereiten Nieland. Auch Martin Braun brachte für die letzten 10 Minuten noch Kaan Akaya und Simon Klostermann. Wir sind in der Schlussphase. Die TSG verteidigte den Punkt mit viel Leidenschaft. 2 Minuten noch offiziell, dann gab es nach dieser Szene von Eisele gegen Strujic Freistoß und Gelb für den TSG-Verteidiger. Na ja. Enis Bütiki schnappt sich den Ball und schlänzt ihn ins Netz. Au Backe, gibt's ja gar nicht. 89. Minute, 0:1. Der 24-jährige Stürmer war erst kurz zuvor eingewechselt worden. Seit Anfang April war er verletzt. Am Spieltag zuvor traf er bereits per Elfmeter zum 3:1 gegen den Balinger SC und jetzt per Freistoß gegen die TSG Balingen. Wir schauen nochmal hin. Der war schon gut geschossen, aber kann Binanzer da was machen? Aufklärung später. Bütiki lässt sich natürlich feiern, aber noch war ja nicht Schluss. Lukas Ramser und Tobias Dierberger kamen nun auch noch. Sticht noch ein Joker? Vielleicht ja, letzte Aktion. Ramser beim Freistoß. Der kommt auch auf die Hütte, aber Eike Bansen begräbt die Kugel unter sich. Ja, und dann war Schluss. Der TSV Steinbach-Heiger gewinnt also mit 1:0 und damit zum 4. Mal in Folge. Die TSG wurde für ihre gute Vorstellung nicht belohnt. Damit bleibt es bei 4 Zählern. Wir haben die Stimmen. Fangen wir mit dem Gegentor an, der hat halt gepasst, oder? Naja, ich glaube, der war noch leicht von der Mauer abgefälscht und geht dann genau ins Eck. Ja, irgendwie hadere ich noch ein bisschen, ob ich nicht doch noch hätten rauskratzen können, aber hat halt nicht gereicht. Es geht auch immer so schnell. Du hast in der ersten Halbzeit richtig gut reagiert, in der zweiten Halbzeit habt ihr nicht mehr so viel zugelassen. Nach vorne war es ein bisschen schwierig, aber insgesamt war auch die Leistung von allen auch wieder richtig okay und gut. Doch, also ich glaube auch, wir können bis aufs Ergebnis ganz zufrieden sein. Also was wir uns heute auf jeden Fall nicht vorwerfen können, dass wir nicht das, was wir uns vor dem Spiel vornehmen, an Taktik und an Einsatzbereitschaft, war heute alles da. Nach vorne ist natürlich immer schwierig, vor allem gegen so eine Top-Mannschaft wie Steinbach. Da haben wir halt gehofft, dass wir vielleicht einen Lucky Punch kriegen. Heute war es leider genau andersrum. Ja klar, wir sind enttäuscht. Wir haben uns viel vorgenommen. Gerade mit den Negativerlebnissen in den letzten Wochen haben wir gesagt, jeder erfüllt seine Aufgabe. Ich denke, das haben wir heute einfach über 90 Minuten gemacht. Und ich denke, irgendwo vielleicht die individuelle Klasse von Steinbach entscheidet dann so ein Spiel mit so einem Freistoß. Ihr habt vor allem zweite Halbzeit wenig zugelassen. Nach vorne war es natürlich auch schwierig, aber den einen oder anderen Abschluss hatte er ja auch. Ja, ich finde, wir haben es noch ein bisschen zu unruhig nach vorne ausgespielt, weil es waren Möglichkeiten da. Ja, ist bitter, aber es ist Fußball. Leider waren wir heute die Unglücklichen, wo so ein Tor dann in der Schlussphase bekommen. Und ja, wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben alles in unsere Möglichkeiten reingeworfen. Ich glaube, den ein richtig gutes Fight abgeliefert. Und dann kann es halt auch mal sein, dass du so ein ekliges Tor am Schluss bekommst. Und ja, wir müssen da jetzt nicht irgendwie hadern, sondern diese Leistung auf den Platz bringen, Woche für Woche. Das ist unsere Aufgabe. Und dann wird auch die Punkteausbeute wieder besser. Genau, jetzt habt ihr zweite Halbzeit auch wenig zugelassen. Nach vorne war es ein bisschen schwierig, aber den einen oder anderen Abschluss habt ihr ja auch gehabt. Also es war ja schon durchaus was drin. Fand ein unentschieden Spiel auf jeden Fall. Fand ich auch. Gerade erste Halbzeit war ein bisschen torgefährlicher von beiden Mannschaften. Da war ja Abschlüsse. Zweite Halbzeit war vielleicht so die Gefahr da. Ein Fehler kann das Spiel entscheiden. Es hat es dann auch entschieden. Fehler war es halt nicht. Eine Standardsituation, wo der dann super schlägt. Und das hat man ein bisschen gemerkt, zweite Halbzeit. Und ja, ein paar Schrauben müssen wir drehen vorne, dass wir noch vielleicht
ein bisschen gefährlicher werden, aber sonst können wir uns wirklich keinen Vorwurf machen gegen so eine Profimannschaft mit unseren Bedingungen. Das sind einfach unsere Möglichkeiten und da werden wir alles reinhauen, Woche für Woche. Es ist richtig bitter, dass nichts auf dem Konto bleibt, oder? Zumindest der Punkt. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht, haben das, was wir uns vorgenommen haben, auch gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Hatten nach vorne auch ein paar Chancen, ein paar Konter. Ja, heute war das Glück irgendwie nicht auf unserer Seite und dann ja, kriegt man halt unglücklich noch kurz vor Schluss so ein Freistoßtor. Ich glaube, es war noch leicht abgefälscht von der Mauer und ja, bitterer Tag für uns. Jetzt, also letztendlich geht man uns trotzdem mit 0 Punkten hier aus dem Spiel raus, auch wenn wir gut gespielt haben. Aber ich denke, wenn wir an die Leistung anknüpfen für die nächsten Spiele, dann können wir da schon wieder was Gutes schaffen. Und dann haut er das Ding da rein. Ja, so ist Fußball aber richtig bitter heute. Ja, so ist Fußball, wenn man unten drin steht. Da kriegt man so Tore. Ich glaube, wir waren heute nicht schlechter als Steinbach. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, gut dagegen gehalten. Ja, dass man hinten raus so ein Tor kriegt, ist natürlich bitter. Genau, erste Halbzeit waren ein paar Szenen da, aber habt ihr auch einen Torwart. Zweite Halbzeit habt ihr, wie ich schon gesagt habe, wenig zugelassen. Nach vorne war es natürlich schwierig, aber das ist klar gegen solche Mannschaften. Ja, wir wussten, dass wir hinten gut stehen müssen und auf unsere Konter, dass wir auf unsere Konter gehen müssen. Wir hatten sie, wenn wir sie besser ausspielen, kriegt man auch die Torchancen. Klar, wir haben hinten einen guten Torwart drin, der uns auch mal ein Spiel retten kann. Klar, wenn man verliert, ist man immer enttäuscht. Und dann so kurz vor Schluss ist natürlich auch eine Enttäuschung, weil man eigentlich schon kurz davor war, hier was zu holen, was gegen Steinbach natürlich sehr gut gewesen wäre. Auf der anderen Seite fand ich, war die Leistung schon sehr gut. Und deshalb, klar, Enttäuschung, weil wir verloren haben, aber die Leistung war gut. Und von dem her bin ich auch ein bisschen optimistisch dann für die nächsten Spiele. Dennoch, ich denke, wir können viel rausnehmen. Konzentrierte Leistung, ja, erste Halbzeit gut. Ihr habt ein paar Chancen, hat den auch passt. In vorne war es ein bisschen schwierig, so der letzte Pass, wie man so schön sagt, bei manchen Kontersituationen. Dafür habt ihr aus dem Spiel raus zweite Halbzeit so gut wie gar nichts zugelassen. Eine Szene war, glaube ich, noch. Klar, das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Steinbach, Torchancen rauszuspielen, dann müssen die Pässe sehr gut kommen. Wir hatten 2, 3 ordentliche und wenn wir halt gegen Mannschaften wie Steinbach punkten wollen, dann müssen wir ein bisschen das Glück haben, dass wir aus solchen Dingen Tore schießen. Das hat man heute nicht und die hatten dann mit dem Freistoß kurz vor Schluss dann eben die Qualität, um dann das Spiel zu gewinnen. Am Sonntag geht's zu SG Sonnenhof Groß-Asbach. Die hat aktuell 13 Punkte und unterlag zuletzt auch mit 0:1 und zwar beim Balinger SC. Kurzer Ausblick noch, Sonntag müsste nach Groß-Asbach. Ja, auch anspruchsvoll, logisch. Ja, anspruchsvoll. Wieder eine komplett neue Mannschaft. Weiß gar nicht, was uns da richtig erwartet. Müssen wir dann mal in der Videoanalyse schauen. Und dann fahren wir am Sonntag dahin. Wir haben nichts zu verlieren und geben Gas. Trübsalblasen hilft ja nicht, also weitermachen und Sonntag haben wir schon wieder eine Chance. Genau, in Groß-Asbach ein Satz dazu noch, auch wieder anspruchsvoll, aber okay. Sehr anspruchsvoll, also die machen sehr guten Eindruck, stehen richtig weit oben in der Tabelle. Wird keine einfache Aufgabe, aber ja, so schönes Fußball, vielleicht haben wir das Glück auf unserer Seite. Ja, 4 Punkte aus 6 Spielen, wir hätten besser starten können, wir haben es uns anders gewünscht, aber da müssen wir jetzt durch, wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen und wir müssen da rauskommen und das packen wir. Genau, am Sonntag geht es nach Groß-Asbach, auch wieder anspruchsvoll, aber okay, gut, die sollen kommen. Ja, man hat letztes Jahr gesehen, dass wir gegen die auch punkten und ich glaube, wir sind nicht chancenlos und wollen da 3 Punkte holen. Wir müssen jetzt Spiel für Spiel wieder nach vorne schauen, jetzt nach Groß-Asbach und gucken, dass wir wieder alles reinhauen, so wie heute. Und dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Genau, so geht es nach Groß-Asbach. Die sind natürlich auch nicht ohne, aber ihr wisst ja gegen die auch, wie es geht. Genau, also ich glaube, die sind gerade auch ganz gut drauf. Aber wie gesagt, wenn man heute anknüpfen, dann können wir da auf jeden Fall was holen. Und das ist auch unser Ziel, unser Anspruch. Martin, kurz Ausblick noch. Sonntag geht es nach Groß-Asbach. Württembergisches Derby. Gegen die hat es, glaube ich, schon mal geklappt in der Vergangenheit. Ja, okay, das müsst ihr erst mal ausschütteln jetzt heute. Aber das sind noch ein paar Tage und dann wieder volle Kraft voraus. Auf jeden Fall. Wir müssen schauen, dass wir ähnlich gut spielen wie heute und dann eben daran arbeiten, dass die kleinen Dinge für uns fallen. Aber wir gehen dahin mit dem Willen, ein gutes Spiel zu machen und auch was zu holen. Wir drücken natürlich die Daumen. Das nächste Heimspiel steigt dann am nächsten Freitag gegen den VfB Stuttgart 2. Mehr zur TSG folgt noch. Und das war's vom Sport. Ihnen wie immer ein schönes Wochenende. Das Spiel der TSG Balingen wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Zollernalb.